So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bloodstained Ritual of the Night. Und ja, wir sind hier, glaube ich, gerade wieder in der Basis, oder? Ist eine Weile her, dass ich aufgenommen habe. Ich kam nicht so ganz dazu. Ach ja, und wir haben ja jetzt eine neue Waffe. Beziehungsweise eine, die wir mal ausprobieren wollen. Ein Katana. Ach ja, genau, da hatten wir. Genau das. Das muss ich auf jeden Fall gut hinkriegen nach Möglichkeit. Nee, Quatsch. Wir wollen dann mal weiter schauen, wie wir gut weiterkommen. Wow, wir kriegen eine Scherbe. Knochenwurf. Was haben wir eigentlich gerade momentan? Ah. Sehr nützliches Zeug mit dem Blitzschlag. Aber wir haben ja jetzt anderweitig zu tun. Wo können wir jetzt noch mal hin? Turm der Zwillingsdrachen kamen wir da unten auch nicht mehr weiter. Moment. Livre Ex Machina war diese eine Stelle, wo man auch nicht mehr durchkam, oder? Weil man da nicht durch die Lücke passt. Ich muss ein bisschen schauen, wo wir jetzt mit dem Sprung und so weiterkommen. Genau, hier kommen wir nämlich nicht durch. Das sieht aber aus wie mehrere Plattformen, als könnte man sich irgendwie schräg da durchschießen. Aber da. Ach nee, da kommt man auch nicht durch. Also Livre Ex Machina ist nicht das Richtige. Wo kommt man denn jetzt theoretisch weiter, wo man vorher noch nicht durchkam? Hier geht's weiter, aber da braucht man, glaube ich, einen Schlüssel. Hier unten war diese Wassersache. Oder kommt man jetzt da durch? Ach nee, da ist der. Da müsste dieser Zug sein. Wo kommt man jetzt weiter, ist die Frage. Weil ich weiß, hier gab es noch. Okay, diesen Marker kann ich entfernen da an der Stelle. Moment. An der Stelle sind wir noch nicht ganz weiter. Und da unten ist noch eine Kiste. Ja, ich möchte da aber eigentlich jetzt erstmal noch nicht hin zurück. Die Frage ist, wohin müssen wir? Ich schaue mich mal da in der Gegend um. Schaden wird's schon nicht. Was war hier nochmal? Der. Ach, das war dieser Typ mit den Frisuren. Wir können aber dem noch was abgeben. Fascinating. People do their hair like this. Hat eine neue Frisur gemeistert. Ja, wir können ja mal schauen. Oh, gibt ein Level-Up für den quasi. Was haben wir denn hier? Ohne diese Wolfskapuze sähe das ja auch nach was aus. Die Haare können die Höhe der Kapuze verändern. Boah, ich muss dringend diese Kapuze wechseln. Ach Moment, das geht noch weiter. Naja, ich bleib erstmal beim Default-Look. Aber interessant, dass wir unsere Hautfarbe ändern können. Wir können grün rumlaufen, verdammt. Oder blau. Nicht sehr gesund. Wenn man etwas exotischer aussehen möchte, naja. Kann man halt auch grün sein. Das ist. Naja. A shame. My scissors are extra sharp today. Ich glaube. So. Ich schau mal da, weil ich da. Ach, hier ist eine Katze, stimmt ja. Okay. Ach, Moment.
Tja, mit Vepar kriegt man das auch ganz gut hin. Ah, okay. Ach ja, stimmt, hier kann man, glaube ich... Ach nee, kommt man mit dem Sprung bis hier, aber ich glaube noch nicht unbedingt höher, oder? Ja, stimmt, hier ist wieder so eine Plattform, über die man wahrscheinlich hochspringen kann. Man sieht diese Plattform. Und hier ist genau das gleiche Problem. Ich komme hier noch nicht durch. Muss ich weiter forschen. Zwei Blitze und jemand ist tot. Hm. Schon mal sehr praktisch. Gut, warten, bis der Fluch abklingt, dann passt das schon wieder. Ah, Moment, hier geht's durch und wir sind in einem anderen Bereich. Und hier kann man auch weiter nach... Ne, das ist dann dieser Eingangsbereich. Aber man kommt jetzt hier nämlich... Ach, man kommt hier nicht weiter, solange diese verdammte eiserne Jungfrau im Weg steht. Die kriege ich auch nicht mit Magie aus dem Weg. Vergiss es also. Und dieser Raum hier erfüllt keinen Zweck, außer dass... Ich glaube, hier war eine Kiste drin oder sowas. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, und hier geht es ansonsten einfach nur wieder in den Eingangsbereich, glaube ich. Jo, man fällt sehr tief und ist wieder im Eingang. Hier musste man, glaube ich, schwimmen, oder? Wo wir auch nicht weiterkamen. Moment. Gab es da nicht irgendwie eine Möglichkeit... Ach ne, das war jetzt diese Beschwörungssache. Diese Blitze sind halt echt cool. Aber... Wir... haben halt echt nichts, womit wir... Ach Moment, vielleicht können wir damit... Es gibt ja augenscheinlich einen Weg unter diesem Blutbrunnen. Einfach mal eben mit einem Schlag zwei geköpft. Von denen haben wir aber auch noch nicht die Scherbe. Nehmen wir mich, springen ist gegen die Viecher dumm. Die machen uns auch nicht wirklich Schaden. So. Oh. Fledermaus beschwören, yay. Wie viele kommen denn da noch? So, weil hier geht's ja augenscheinlich weiter. Aber ich komme nicht weiter an dieser Stelle. Und das wurmt mich. Da ist eine Kiste. Also ich werde jetzt nicht den Speicherpunkt benutzen, weil das ziemlich dämlich ist, wenn man mich fragt. Also ist einfach nicht nötig, weil wir nicht in einem Gebiet sind, in dem wir irgendwie
groß Gefahr ausgesetzt sind, wenn ich nicht einfach nur meine eigene Dummheit wieder spielen lasse. Sterben die mit einem Blitz? Jo, die sterben mit einem Blitz. Da müssen wir halt suchen. Stimmt, hier hatten wir jetzt den Weg geöffnet. Der führt auch wieder nur da... Geht's da unten weiter an der Stelle? Moment. Da bin ich jetzt nämlich nicht sicher. Ich schaue erst noch, ob wir da irgendwie an die Kiste kommen, die hier noch wo ist. Aber nee, so hoch kommen wir noch nicht. Vielleicht erhöht sich irgendwann unsere maximale Sprunghöhe. Ich weiß es nicht. Jetzt schaue ich mal nach der Stelle, die da noch offen ist. Also, ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert. So. Gerade ein Achievement gekriegt, Dämonenjäger. Ich habe jetzt nicht versucht, alle Münzen zu sammeln, die da... Ach. Immer diese Schaufelrüstung. Duckt und platt. Eiserne Brustplatte. Hm. Hier gibt's nichts, oder? Nee. Ab und an kann man ja auch verdächtige Wände mal einschlagen in diesem Spiel. Weg mit dir. So. Ein Smaragd, okay. Und hier kommt man durch. Die Frage ist, was war hier noch gleich? Ein Weg, an dem man nicht weiterkommt, weil man von der anderen Seite kommen muss. Das heißt also ein Weg, der hier lang geht. Okay, hier ist noch ein Pfad, den wir bisher nicht gegangen sind. Ob wir den können, weiß ich nicht. Ansonsten hier unten kommen wir nicht weiter. Hier geht's unter Umständen weiter. Ich bin mir aber nicht sicher. Boah, ich bin frustriert. So ein bisschen. Wo ist der nächste Portpoint? Ah, wir müssen wieder hoch. Also gerade gegen diese Kröten und anderen Viecher ist der Blitzschlag echt verdammt gut. Okay. Ich würde mal sagen, läuft bei uns. Ja, jetzt kommt er noch einmal. Der Contact Damage ist halt ätzend. Oh, Level Up. Und er droppt Stahl. Kann man sicher was Gutes draus machen. So. Wir nehmen die unkomplizierte Route. Hm. Ich hätte eigentlich auf Scherben und so gehofft, aber dann eben so. So, wo lang müssen wir, wenn wir jetzt wieder da sind? Ach, okay, einmal nach oben quasi.
Nee, ich komme von hier aus nicht da hoch, aber... Ja gut, dann ist der Weg hier der beste. Aus dem Weg. Ja. Okay, die kann ich dann auch reihenweise erledigen. Das gefällt mir. Also da unten kommt man auf jeden Fall nicht weiter. Das ist diese Stelle, wo man den... Genau, da braucht man einen Schlüssel. Ansonsten, ja, wie gesagt, hier kommt man nicht weiter. Ich markiere mir einfach die Stellen, wo ich jetzt wirklich gerade nicht weiterkomme. Zumindest die, wenn ich auf sie stoße, anstatt dass ich es irgendwie vergesse. So, hier, hier, die Stelle weiß ich jetzt noch nicht. Dann sind wir sogar auf dem richtigen Weg. Dann brauchen wir diesen Teleporter gar nicht. Dann müssen wir nur einmal rüber. So. Ja, merci beaucoup. Jetzt müssen wir nach da unten. Nee, Quatsch. Ja, wir sind jetzt gerade da. Das war Livre Ex Machina, da kommen wir nämlich nicht weiter. Und welchen Weg wir hier gehen, macht jetzt auch keinen riesen Unterschied. Hm. Da steht ein kritischen Treffer, nicht schlecht. Was haben wir hier nochmal? Einfach nur Story. Ich habe kurz gedacht, vielleicht gibt es noch eine Kombo, die ich bisher noch nicht probiert habe mit dieser Waffe. Kommen wir da irgendwie an die Kiste da oben, ist die Frage. Ach nee, da war diese riesen Lücke, oder? Blitz ist verdammt heftig. Wir müssen nach da unten, so wie es aussieht. Das heißt... Ach nee, da ist schon wieder so eine von den... Verdammte Mistviecher. So. Hier ging es dann noch weiter. Was hat denn jetzt gerade von mir? Noch mal kurz gucken. Wir sind jetzt gerade da. Also möglichst ganz nach unten Speicherpunkt nehmen. Diese Drecksviecher. Was haben wir hier für eine Sache? Ist das wieder eine Kombo oder... Das hatten wir, glaube ich, sogar. So, einmal kurz setzen. Speichern. So, jetzt nach links weiter. Weil unten augenscheinlich nichts ist.
Ist hier vielleicht irgendwo... Man kann ja mal überprüfen. Vielleicht ist irgendwo was zerstörbar. Sieht nicht danach aus. So, einmal hier durch. Und ich komme nicht bis dahin. Kapazität. Immerhin bin ich hier gelandet. Und hier geht's ebenfalls lang, aber... Ah, hier geht's weiter. Was haben wir denn hier? Benjamin, what are you doing here? Oh, sorry. Right before I went whoosh, I remember this huge waterfall I saw in my travels and... You want me to kick you? I said I'm sorry. Can't we just try this again? Okay, hier ein Wegstein. Oh, thank you for bringing this. Now remember, picture your house. Your house. Oh, I'm not daft, you know. Oh, before I go, let me give you this for helping me. Should I assume that worked or not? Immerhin hat er Geld dabei gehabt. Aber ich schätze, den sehen wir wieder. Das Problem ist, dass ich dann wieder da unten bin und naja. Nein! Ah, doch, geschafft. Lab. Okay, damit kann man Käse herstellen wahrscheinlich. Wow! Was zum Henker? Was man hier nicht alles findet. Ah, da komme ich nicht mehr hin, glaube ich. Was war denn hier eigentlich? Nur eine Kiste. Ah, da hätte ich drauf sitzen müssen. Drauf sitzen bleiben müssen. Hätte mich wahrscheinlich sogar weitergebracht noch. Aber so. Und hier muss man schwimmen können, um wirklich weiterzukommen. Was wir leider nicht tun. Hey, wieso kann ich nicht mehr... Ich sollte doch springen können. Habe ich jetzt einen Bug gefunden? Jetzt geht's. Okay. Da ist noch mein Speicherpunkt. Was gibt's hier? Verkette bis zu 3 starke Hiebe, indem du den Befehl wiederholst. Könnte ich mal ausprobieren. Das hat gerade nicht geklappt. Man muss auf jeden Fall ein Ziel treffen. Dann einmal kurz setzen und heilen. Da unten kamen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter. Da muss man irgendwie auch wieder... Ich ignoriere einfach. So. Oder kann ich hier irgendwie... Nee. Mit anderen Worten, wir müssen da wieder hoch. Take this.
Also ich möchte kurz sagen, wir schnetzeln uns inzwischen gut durch. Blöd ist halt nur, dass wir wieder hier gelandet sind. Aber wir haben überhaupt was in der Folge geschafft. Das ist schon mal was. Ich muss sagen, ich bin echt froh, dass wir den Double Jump inzwischen haben. Wie zum Henker bewegen sich die Viecher manchmal? Das ist doch nicht wahr. Lab und Rubin. Ich finde die ganze Zeit... Was war das denn jetzt gerade? Wo kann man denn noch, da wo wir jetzt gerade sind, da geht's auch nirgendwo hin, so wie es aussieht. Ich habe kurz gedacht, damit kriegen wir ihn noch platt vorher. Okay, die Frage ist, wohin jetzt? Wir wissen, dass wir hier auch momentan nicht weiterkommen. Oder muss ich dahin? Und ich habe das bisher einfach übersehen. Das wäre eine Idee. Jetzt mangelt es mir ein bisschen an Magie. Dann schaue ich jetzt nochmal. Der beste Weg ist also da lang, den Portpunkt zu nehmen, nach da oben. Wenigstens schauen, ob es da weitergeht, will ich in der Folge noch machen. Sonst ist ja jetzt nicht so viel passiert. Wir haben nur unseren kleinen, wie heißt er? Der hält zwei Schläge aus, okay, nett. So, von denen kriegt man halt unter Umständen Lauch und sowas. Dafür ist dieser Spell echt geil. Oh, was hat er gedroppt? Mokolauch und Baumwolle. Baumwolle kann man sicher auch gut brauchen. So, in diesem Fall nicht den Weg nehmen, sondern... Oh. Oh, da hat er mich erwischt. Ach, Moment. Hier komme ich nicht weiter? Aber ich weiß, dass da... Ach nee, Mist, ich muss auf der an... Ich muss doch auf die andere Seite springen, ich Idiot. Okay. Und hey, Federfleisch kann man sicher auch für irgendwas brauchen. Boah, ich schau mal kurz, den Schlüssel haben wir... Ne, Schlachtrossschlüssel heißt der, okay. Ich kann mir vorstellen, dass es einen Boss gibt, der irgendwie schlachtrossartig unterwegs ist und von dem man diesen Schlüssel erhält. So. Da sind wir. Hier.
So, wir wollen nach da. Turm der Zwillingsdrachen. Und dann nach unten rechts. Also einmal rechts durch und dann nach unten. Der Weg müsste doch sein, einfach mal durch und dann gerade runter. Ach ja, wir haben ja jetzt hier das. Das heißt, wir können auch einfach mit dem Aufzug auf die mittlere Ebene fahren. Und hier durch. Sind ziemlich empfindlich gegen Blitze. Ja gut, sie fliegen, also... So, dann einmal abspeichern. Und dann hoffen, dass wir da unten weiterkommen. Wenn sie damit one-hitten kann, ist das ja richtig geil. Komm. Warum so lange aufhalten? Moment mal, die Ecke hier ist doch... Ich wollte gerade sagen, hier geht's doch raus zu dem einen Bosskampf, den wir hatten. Das ist überhaupt kein offener Durchgang. Das war einfach nur das Gebiet von dem Bosskampf. Und ansonsten... Ja, wir können mal schauen, ob wir bei Livre Ex Machina hier weiterkommen. Das ist dann aber auch schon alles, was mir gerade einfällt. Ich mach das jetzt gerade einfach, weil... Wir setzen uns sowieso gleich wieder an den Speicherpunkt. Oh, von dem sogar nochmal die Scherbe für den Zauber gekriegt. So. Monstervogelhaar. Brauche ich das, um das zu verbessern, ist die Frage. Am besten einmal einfach nach oben durch. Und dann den Weg dahin nehmen. So, einmal aufwärts. Teleportpunkt nehmen. So, Livre Ex Machina. So, hier geht es nämlich für uns auch noch nicht durch. Aber da an der Seite vielleicht. Die hält ganz schön viel aus. Seltsames Leder. Wir fliegen auf jeden Fall weit zurück, wenn wir... Ich wollte doch... Springen, verdammt. Aber mit dem Double Jump kommen wir auf jeden Fall rüber. Hier geht es aber auch noch oben weiter, sehe ich gerade.
Das Problem ist, da kommen wir von dieser Seite sowieso nicht hin. Da müssen wir vor oben durch. So, hier geht's durch und da waren wir noch nicht. Damit öffnen wir quasi einen Schalter. Und ich schalte eine Tür, eine Falltür nach unten. Ich habe kurz gedacht, man könnte im Regal vielleicht auch was lesen. Aber dann ist das einfach nur ein Weg nach unten. Der uns im Endeffekt auch nicht weiterbringt. Weil das Gebiet haben wir zu Genüge erkundet. Also hier könnte man noch hin. Aber ich weiß gar nicht, ob wir da hochkommen. Donnerelementar. Ich nehme erstmal den Speicherpunkt. Was haben wir hier nochmal? Mächtig geführter einhändiger Klingenangriff. Falsche Waffe für. So, einmal auftanken. So, die Frage ist jetzt. Wir könnten natürlich einfach wieder zu dem Punkt zurück, uns nach dort teleportieren und dann schauen, dass wir da weiterkommen. Dennoch ist es auf Dauer dezent frustrierend. Ich könnte natürlich auch mal so ein Buch als Vertrauten nehmen, aber da ist mir momentan einfach die Fee noch am liebsten. Okay, die ist augenscheinlich abgehauen. Dann können wir jetzt hier einfach quasi durch. So, jetzt hatten wir gesagt, von hier aus mal weiterschauen. Denn irgendwo muss es ja weitergehen. Ich meine, wir waren schon hier. Also wenn ich da jetzt nicht weiterkomme, dann schaue ich ein bisschen, was ich machen kann. Verdammte Friseure. So, hier sind dann wahrscheinlich wieder erstmal, hier waren keine Gegner? Ach ja, hier war der eine Bosskampf. Und da kamen wir nicht hoch, genau. Kreuzverrüstung, was haben wir hier? Vertrauter silberner Ritter, beschwöre einen silbernen Ritter, der dir hilft. Ich probiere das mal aus. Okay, damit habe ich immerhin einen weiteren Vertrauten gewonnen. Auch wenn ich damit nicht weiterkomme. Na
Na, ich kann zumindest mal in der Basis schauen, ob ich den aufmotzen kann. Wir sind jetzt gerade da. Ja, da sehe ich auch nichts in der Nähe. Wie gesagt, wir gehen jetzt einfach mit dem Teleportteil nach Haus. Okay, der Ritter ist gar nicht mal schlecht. Kann halt nicht wie die Fee heilen, aber das kann man ja mit der auch nur, wenn man stehen bleibt. Dann wollen wir mal sehen, wie wir diesen kleinen versteckten Vertrauten aufmotzen können. Hi Miriam, what are we transmuting this time? Da braucht man einfach nur Silber für. Gut. I'll go with this. Machen wir mal. I'll go with this. I'll go with this. I'll go with this. Okay, jetzt habe ich auch so den Dula-Hammer-Kopf verbessert. Für den silbernen Ritter brauchen wir jetzt noch Mithril. Okay, das haben wir nicht. Pace yourself out there. Gut, immerhin, wir haben einen neuen Vertrauten. Was macht der denn, wenn wir uns hinsetzen? Der schwebt weiter ominös rum. Okay. Aber ich würde sagen, ich mache dann hier einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß, lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da. Und ich hoffe, dass ich in der nächsten Folge mal den Weg finde, wie es weitergeht. Bis dahin, cheerio!